Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die dunkle Wahrheit. Und ich gebe zu, bei der Recherche zu diesem Bericht habe ich mir eine Großpackung Valium neben dem PC gestellt und einen Defibrillator für den Fall eines Herzstillstandes. Denn das Thema, um das es geht, das ist sowas von abstrus, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass dies tatsächlich wirklich möglich ist. Wenn man bisher etwas über die NWO gesagt hat, dann basierte das Ganze ja mehr oder minder auf Beobachtungen, aber etwas wirklich Greifbares zur Vorlage als Beweis, das gab es ja so eigentlich nicht. Jedenfalls bis jetzt nicht, aber seit dem Jahr 2013 hat sich dies von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt deutlich geändert. Es gibt innerhalb der EU eine Gruppe, die nennt sich... The European Council on Tolerance and Reconciliation. Ein toller Name. Diese Gruppe gehört nicht zu der EU-Regierung bzw. zum EU-Parlament, sondern existiert daneben, hat aber beratende Tätigkeit und macht sich den ganzen Tag darüber Gedanken, was man für tolle Gesetze in die EU einbringen könnte, damit wir alle viel, viel besser leben. Und ein großes Thema bei dieser Gruppe ist das Thema Toleranz. Wer jetzt denkt, ja, toll, das ist irgend so eine Labergruppe, die mal was sagen darf und später wird dann doch umgesetzt, was die Politiker eigentlich möchten, der täuscht sich. Ich möchte einmal kurz ein paar Namen nennen, die äh, in dieser Organisation mitarbeiten. Da haben wir José María Aznar. Das war einmal der Ministerpräsident beziehungsweise der Premierminister von Spanien. Wir haben Erhard Pusek. Das war der Vizekanzler von Österreich. Wir haben Rita Süßmuth, die hier als Sprecherin des Bundestags aufgeführt wird, die hatte aber, soweit ich mich erinnere, auch schon mal das eine oder andere Ministerpöstchen unter sich. Dann haben wir den Göran Persson, das war einmal der Premierminister von Schweden. Da tummeln sich also eine ganze Menge Leute von Rang und Namen, wie man so schön sagt, und auch jetzige Mitglieder des EU-Parlamentes sind dort tätig. Somit hat diese Gruppe schon Gewicht in dem, was sie sagt, in dem, was sie für Anträge stellt und was sie gerne durchbringen möchte in Europa. Und genau das hat diese Organisation im Jahr 2013 wieder einmal gemacht. Sie haben einen Entwurf für ein neues Gesetz vorgelegt, das sich mit dem Thema Toleranz in der EU befasst. Klingt ja erst einmal nicht schlecht, weil Toleranz... Kann man haben, muss man nicht allem Gegenüber haben, aber man kann sie haben. Das Problem bei diesem Gesetz ist nur, dass dies äh, ja der Anfang der New World Order ist, wenn ihr mich fragt. Und ihr werdet später auch sehen, warum. Zunächst muss ich aber noch ganz kurz nur auf eine andere Organisation zu sprechen kommen und diese nennt sich European Dignity Watch. Und diese Organisation, die aus Experten aus Wirtschaft und Politik besteht, hat ein Programm. Es geht Ihnen um folgendes: Die European Dignity Watch verteidigt die drei wichtigsten Säulen der Gesellschaft: persönliche Freiheit und Verantwortung, Grundrechte und Freiheiten sowie den Schutz und die Stärkung der Familie. Diese Gruppe überwacht also ein wenig die EU. Und auch in dieser Organisation ist die das ist der Gesetzentwurf, über den wir gleich reden werden, gab sie dazu folgende Stellungnahme ab. Die länderübergreifende Überwachung, die ihr nahegelegt wird, würde sicherlich einen schwarzen Tag für die Demokratie in Europa bedeuten. Die Vertragsfreiheit und die Freiheit, nach den eigenen moralischen Vorstellungen zu leben, laufen Gefahr, von einem neu entwickelten Konzept der Gleichheit verdrängt zu werden. Das würde wesentliche Freiheiten und die Selbstbestimmung für alle Europäer einschränken, für das Privatleben der Bürgerinnen und Bürger eine gewisse rechtliche Unsicherheit bringen und außerdem die Kontrolle des Privatlebens durch Bürokraten bedeuten. Alles zielt auf Kontrolle des sozialen Verhaltens der Bürgerinnen und Bürger seitens der Regierung ab. Diese Tendenzen erinnern an lange überholte totalitäre Ideen und stellen einen noch nie dagewesenen Angriff auf die Bürgerrechte dar. So, das ist also jetzt nicht hier der komische Typ von die dunkle Wahrheit, der hier von von einem Überwachungsstaat redet, der kommen könnte, sondern das sind die Herrschaften der European Dignity Watch. Die haben ein Büro in Brüssel und es sind wie gesagt hochkarätige Mitglieder aus Wirtschaft und Politik. Das Ganze ist also jetzt hier nicht alles belegen und ihr könnt, wenn ihr möchtet, diesen Bericht auch weiterempfehlen und ihr nehmt euch Euch vorschreibt, was und dass euch vorschreibt, was ihr nicht sagen dürft. Und was würdet ihr sagen, wenn euch derjenige erzählt, wenn er gegen dieses Gesetz verstoßt? Ist das eine Straftat, und ihr bekommt Gefängnisstrafe dafür? Und was würdet ihr dazu sagen, wenn euch derjenige dann noch erzählt, wenn eure Kinder im jugendlichen Alter gegen dieses Gesetz verstoßen, dass sie dann in eine Art Umerziehungseinrichtung kommen? um auf Linie zu diesem Gesetz gebracht zu werden. Das ist totaler Science-Fiction, oder? Leider nein. Im Jahr 2013 hat die ECTR einen Gesetzentwurf bei der EU eingereicht, der sich mit dem Thema Toleranz gegenüber Minderheiten befasst. Diese Gesetzesvorlage bzw. dieser Gesetzesvorschlag hat einen gewissen Wirbel verursacht und das Ganze wurde erst einmal in die Schublade gelegt. Dann hat man ein bisschen gewartet und Ende 2014 wurde es wieder hervorgezaubert, denn da redet ja keiner mehr rüber, also kann man jetzt in aller Ruhe im stillen Kämmerlein daraus ein Gesetz schustern, das dann einfach mal an der Bevölkerung vorbei veröffentlicht werden wird. Dieses Gesetz trägt den tollen Namen... A European Framework National Statute for the Promotion of Tolerance, was frei übersetzt ungefähr so viel bedeutet wie Europäische Rahmenrichtlinie zur Förderung der Toleranz. Das Ganze steht unter der Headline Es gibt keinen Grund für Toleranz gegenüber Intoleranz. Das gibt ja schon mal eine gewisse Marschrichtung vor, also keine Toleranz gegenüber jemandem in EU intolerant ist. Und was Intoleranz ist, das bestimmt dann die EU. Alles, was ich jetzt sage, könnt ihr in diesem Pamphlet selber nachprüfen. Der Link befindet sich auch in der Videobeschreibung. Es ist leider auf Englisch, aber auf Deutsch ist es noch nicht zu finden. Ziel dieser Vorlage soll es sein, in Europa das interreligiöse und interethnische Zusammenleben zu verbessern. Im größeren Kontext betrachtet ist dieses Gesetz laut Expertenmeinung eigentlich nur dazu da, die Meinungsfreiheit abzuschaffen. In Abschnitt 2 dieses Gesetzes heißt es zum Beispiel, dass Islamophobie intolerant ist. Islamophobie ist aber in diesem ganzen Schreiben nicht weiter definiert, was im Umkehrschluss bedeutet, dass jegliche Kritik am Islam ein Verstoß gegen dann geltendes Recht wäre. Ferner heißt es, dass Toleranz jeder Minderheit garantiert werden muss ja erstmal nicht so schlimm, der Rest, der jetzt kommt, da wird es dann herbe. In Abschnitt 6 wird festgestellt, es versteht sich von selbst, dass die Verfügung einer Richtlinie, um Toleranz zu fördern, an sich nicht ausreicht. Es muss einen Mechanismus geben, der sicherstellt, dass die Richtlinie nicht nur auf dem Papier besteht, sondern dass sie tatsächlich in der Realität umgesetzt wird. Was bedeutet das? Darauf gibt es dann Antwort im Abschnitt 6 des Schreibens. Da wird nämlich von den 28 Mitgliedern der EU eine eigene Dienststelle verlangt in jedem Land, die die Umsetzung dieser Richtlinie überwacht. Was heißt das? Das Ganze heißt, es soll eine Art Gesinnungspolizei geben, die in der Bevölkerung ein bisschen rumschnüffelt, ob auch alle Linien treu sind. Der Absatz 7 des Schreibens sagt dann auch gleich mal, worauf zu achten ist, wenn diese, ich sag mal, Gesinnungspolizei dann ihre Arbeit aufnimmt. Da heißt es nämlich, die folgenden Handlungen sollen als kriminelle Handlungen angesehen werden, die als schwere Straftaten zu verfolgen sind. Diffamierung einer Gruppe wird allgemein definiert als öffentlich gemachte beleidigende Äußerung, die gegen eine Gruppe oder ihre Mitglieder gerichtet sind und die darauf abzielen, zu Gewalt aufzurufen, die Gruppe zu verleugnen, sie der Lächerlichkeit preiszugeben oder falschen Anschuldigungen auszusetzen. Das muss man sich nun einmal überlegen, was dieser Abschnitt dieses, dieses Gesetzentwurfs in sich birgt. Das bedeutet also, ein einfaches dahergesagtes ich sage jetzt mal, ich bitte das zu entschuldigen, blöde ithako Das reicht aus, um eine schwere Straftat begangen zu haben. Aber ein richtiger Knaller dieses Schreibens, der kommt jetzt. Und zwar ist das der Absatz 7b. Der sagt, dass Jugendliche, die vergehen nach Absatz A, also das, was ich gerade im Moment zuvor gelesen habe, für schuldig befunden wurden, ein Rehabilitationsprogramm durchlaufen müssen, das ihnen die Kultur der Toleranz anerzieht. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, was das heißt. Das, das bedeutet, dass Jugendliche, die... In, im Streit oder wann auch immer eine Bemerkung in diese Richtung machen, in eine Art Umerziehungslager gesperrt werden, um auf Linie gebracht zu werden. Und das Beste ist, dass dies von der Grundschule an so sein soll. Da komme ich gleich noch zu, denn die Herrschaften möchten, dass dies mit dem ersten Tag in der Schule bis über das Studium bis zur Erwachsenenbildung uns tagtäglich eingetrichtert wird der Absatz 7e dieses schreibens der besagt, dass ein Opfer einer solchen Straftat das Recht auf Klage erhalten soll und für diese Klage nichts bezahlen muss. Ja, das heißt, es gibt eine komplette Gerichtsbeihilfe und das Opfer muss nicht einmal dafür seinen persönlichen finanziellen Status erklären. Wichtig ist nur, dass geklagt wird, damit dieser Mensch der dieses böse Wort, was auch immer gesagt hat, strafrechtlich belangt werden kann. Mal ganz nebenbei bemerkt, wer Prozesskostenbeihilfe beantragt, der darf so gut wie, naja, keinen vernünftigen Lebensunterhalt haben. Bis jetzt jedenfalls nach diesem Gesetz sieht das aber für Minderheiten dann ein bisschen anders aus. Und jetzt kommen wir zu Abschnitt 8 und der ist dann wirklich herbe, weil das betrifft, falls ihr habt, eure Kinder. Da geht es nämlich um Schulen. Und der Abschnitt 8, der sagt aus, dass die Regierung sicherstellen soll, dass Schulen von der Primarstufe an aufwärts Kurse einrichten, die Schülerinnen und Schüler ermutigen sollen, Vielfalt zu akzeptieren und ein Klima der Toleranz zu schaffen, besonders im Hinblick auf die Qualitäten und Kulturen anderer. Wir selber haben ja anscheinend keine. Unsere Kultur besteht ja nur aus dem Jahr 1933 bis 1945. Davor und danach gibt es anscheinend nichts, worauf wir uns berufen können. Naja, in einer Fußnote zu diesem Abschnitt gibt es dann noch eine kleine Erklärung und äh, da steht dann drin, es ist sehr wichtig, mit solchen Kursen so früh wie möglich im Bildungsprogramm zu beginnen, zum Beispiel in den Grundschulen. Dennoch müssen diese Kurse auch in den weiterführenden Bildungseinrichtungen angeboten werden, bis hin zu den Universitäten. Meine persönliche Einschätzung ist einmal die, die reden hier einmal von Dingen, die getan werden müssen. Das heißt also, dass Kinder das lernen müssen, die müssen diese Linie eingebläut kriegen, und dann reden sie von Kursen. Also ich denke mal, dass mit Kurse hier schon Pflichtfächer gemeint sind und will jemand nämlich nicht dran teil, dann muss man vielleicht ins Umerziehungslager. Tja, und wenn wir dann schon mal bei der Indoktrinierung eines Volkes sind, da darf natürlich auch der Bereich der Medien nicht fehlen. Auch dafür gibt es dann einen Entwurf. Und zwar ist das Ganze im Absatz 9a zu finden. Da steht, dass die Regierung sicherstellen soll, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, also Fernsehen und Radio, einen bestimmten Teil ihres Programms verwenden, um ein Klima der Toleranz zu schaffen. Absatz B fügt hinzu, die Regierung sollte alle Massenmedien in privater Hand, einschließlich der Presse, dazu auffordern, ein Klima der Toleranz zu fördern. Absatz 9c sagt aus, die Regierung sollte alle öffentlich-rechtlichen sowie privaten Massenmedien dazu auffordern, einen ethnischen Verhalten, Verhaltenskodex zu adaptieren, der die Verbreitung von Intoleranz verhindert und von einer Kommission überwacht wird, die Beschwerden in Bezug auf Massenmedien bearbeitet. So, da wird also auf der einen Seite gesagt, dass die Regierung die Sender auffordern sollte, sich diesem Gesetz zu beugen, natürlich ganz freiwillig, gar keine Frage, und auf der anderen Seite wird gleich erwähnt, dass es eine Behörde gibt, die darauf achtet, dass es auch getan wird. Das ist schon sehr seltsam. Dieses ganze Schreiben ist so ausgelegt, dass der Schutz vor Verletzung einzelner Personen, die einer Minderheit angehören, was wirklich keine schöne Sache ist, aber auf Kosten der Rede- und Meinungsfreiheit in Europa getragen wird. Laut Expertenmeinung dient dieses Gesetz auch dazu, gewisse Gruppen oder Personen ruhig zu stellen. Denn ihr könnt euch sicher vorstellen, in dem Moment, wo ich zum Beispiel eine Demonstration anzettle, die sich vielleicht gegen eine gewisse Gruppe richtet, ist das Ganze eine Beleidigung. Das heißt, a, darf diese Demonstration nicht stattfinden und wenn doch, macht sich jeder strafbar, der daran teilnimmt. Und beim Thema Demonstration fällt mir ein, dass es in diesem Schreiben noch den Absatz gibt, wo drin verlangt wird, dass Demonstrationen, bei denen davon auszugehen ist, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt, verboten werden sollen. Diese Beurteilung obliegt aber ganz allein der EU. Und dieses Demonstrationsverbot, das kann, laut der Forderung in diesem Pamphlet, pauschal verhängt werden. Das heißt, wenn diese Gesinnungspolizei, die eingerichtet werden soll, um dieses ganze neue System zu überwachen, der Meinung ist, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal blöd, die Organisation XY, die gegen Sonnenblumen demonstriert, eine Gewalttätige ist, dann dürfen die nicht mehr demonstrieren, ob die was getan haben oder nicht. Die schätzt das einfach mal so ein. Da könnte es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen und das war's dann mit der Demonstrationsfreiheit in diesem Land die in unserem Grundgesetz so schön verankert ist. Das ist unfassbar. So, ich möchte jetzt noch einmal auf die European Dignity Watch kommen, denn die haben äh, mehr dazu gesagt, als ich eben vorgelesen habe. Das wollte ich jetzt zum Schluss noch anhängen, weil ich glaube, dass das, was die Herrschaften formuliert haben, einfach besser ist, als das, was ich hier rüberbringen kann, weil es einfach genauer den Nagel auf den Kopf tritt, äh, trifft. Die sagen zum Beispiel konfessionelle Gruppen und Schulen, Angehörige einer bestimmten Region oder auch einfach Eltern, die ihren Kindern bestimmte Werte vermitteln wollen, stünden so, also mit diesem Gesetz, unter dem Generalverdacht, intolerant zu sein. Schlimmer noch, ist dieses Gesetz einmal fest in der EU-Politik verankert, könnte eine solche Sprache dazu führen, dass Anklagen auf unklarer oder sogar ohne rechtliche Grundlage erhoben werden. Das beängstigende Ergebnis wäre dann ein dramatischer Einschnitt und vielleicht sogar das Verschwinden des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Einzelne Gruppen würden sich selbst zensieren in der Angst, dass sie wegen der Äußerungen ihrer eigenen persönlichen moralischen Ansichten strafrechtlich verfolgt werden könnten. Das Problem bei diesem Gesetz ist auch, dass gar nicht genau definiert ist, wer da geschützt werden soll. Da ist die Rede von Minderheiten. Da werden ein paar aufgeführt, da werden Muslime aufgeführt, Migranten, ich sag jetzt mal äh, aus Rumänien oder sowas alles in dieser Richtung äh, halt Minderheiten, ja? Wenn das Gesetz letztendlich alles betrifft, das steht da gar nicht, weil ich sag mal Politiker sind auch Minderheiten, ja? Also ist ja nicht so, dass die Mehrzahl der Bevölkerung äh, Politiker sind. Ja, das ist eine Minderheit und wenn ich gegen die vorgehe, mein Gott, dann mache ich mich strafbar. Dieses Gesetz in seinem Wortlaut ist erst einmal vielleicht gar nicht so schlimm. Was die Auslegung des Gesetzes allerdings angeht, weil es so schwammig formuliert ist, das ist wirklicher Sprengstoff. Das bedeutet die totale Meinungsversklavung in Europa. Und keinen Menschen scheint es zu interessieren. Niemand berichtet darüber. Unsere gleichgeschalteten Medien werden es wahrscheinlich noch beklatschen, wenn es dann mal durch ist, dieses Gesetz. Müssen sie ja. Sie dürfen ja gar nicht mehr anders berichten. Leute, mal ganz ehrlich, dieses Gesetz steht eigentlich erst einmal nur im Zusammenhang mit dem Thema Toleranz und beinhaltet da schon Dinge wie Umerziehungsprogramme oder Gefängnisstrafe, weil eine Äußerung, die nicht zu diesem Gesetz passt, eine schwere Straftat ist. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt der totalen Kontrolle durch den Staat und das wird nicht das letzte Gesetz dieser Art sein. Alles, was ich jetzt erzählt habe, wie gesagt, das klingt total unfassbar. Aber es ist die Realität, ihr könnt es selber nachlesen. Ja? Aber mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Vielleicht schreibt ihr es mal ins Kommentarfeld, wie ihr das seht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, denn... Die beratung über die Einführung dieses Gesetzes, die laufen bereits, ja. Aber da hört man absolut nichts drüber. Das werdet ihr merken, wenn ihr mal ein falsches Wort sagt und plötzlich vor dem Richter steht, ja. Und dann werden euch die Augen aufgehen, was euch da erwartet. Und das mit den Kindern und den Umerziehungsprogrammen, das finde ich sowieso die Härte. Ganz ehrlich, wir haben ja sicher einige Leute hier, die vielleicht aus der ehemaligen DDR kommen. Ich glaube, die könnten euch einiges über so eine Gesinnungspolizei erzählen. Oder fragt mal Uroma und Uropa oder Oma und Opa über die Gestapo. Das war identisch. Da hat eine Äußerung gereicht und ihr wart weg vom Fenster. Das ist kaum zu fassen, was hier abgeht. Und leider ist es doch die Wahrheit, die belegbare Wahrheit. Und damit lasse ich euch jetzt einmal alleine. Ich danke fürs Zuschauen. Und äh, beziehungsweise zuhören. Und beim nächsten Mal habe ich dann wieder etwas für euch, was wirklich gruselig ist. Aber es ist so. Bis dann.